Wir wissen, dass in der letzten Zeit verschiedene Lehren zunehmen werden. Die Bibel spricht klar davon, dass dämonische Lehren entstehen und die Menschen sich das anhören, wonach ihnen die Ohren jucken. Das große Problem liegt nicht unbedingt darin, dass es eine Zunahme von Irrlehren gibt, sondern dass die Urteilsfähigkeit von Christen abnimmt und der Mangel an Erkenntnis zunimmt. So kann es sein, dass mit dem Wort Irrlehrer um sich geworfen wird, wo Wahrheit gepredigt wird und so die eigene Unkenntnis gerechtfertigt werden soll. Andersrum nimmt man alles leichtgläubig an und wird von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen. Deshalb möchte ich 4 Kennzeichen von Irrlehrern nennen, an die wir uns in etwa richten können, um die Dinge zu prüfen. Nummer 1, ganz klar, Irrlehrer fälschen in der Regel das Wort Gottes. Man lässt Teile weg oder fügt etwas aus eigener Ansicht hinzu und verfälscht somit das gesamte einheitliche Bild der biblischen Lehre. Und das führt auf Irrwege. Zweitrangige Wahrheiten werden in den Vordergrund und über alles andere gestellt, während die zentralen Grundwahrheiten der Heiligen Schrift teilweise verschwiegen oder in den Hintergrund gerückt werden. Dazu kommt, dass durch diese Methode Sünden abgeschwächt werden, weil das Wort vom Kreuz nicht mehr die zentrale Rolle spielt. Jesus tritt immer mehr in den Hintergrund und die eigene Lehre oder der Lehrer selbst sticht hervor. Unser Fokus liegt hauptsächlich auf dem Wort vom Kreuz, weil dieses Wort uns eine Gotteskraft ist und wir uns auf diese Kraft stützen. Paulus sagt in 1. Korinther 2:2-5, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Nummer 2. Irrlehrer bringen meistens etwas, was über das Wort Gottes hinausgeht. So haben viele ihre Lehre auf persönliche Träume und Visionen gebaut. Manchmal berufen sie sich auch auf bestimmte Personen, die durch persönliche Offenbarungen Wahrheiten vermittelt bekommen haben, die jetzt auf die Ebene der Bibel oder sogar darüber gestellt wurden. In christlichen Kreisen geschieht dies auch in Form von empfangenen Prophezeiungen, die nicht im Einklang mit dem Wort Gottes zu bringen sind. Sie sind notwendig, um die falsch eingeschlagene Richtung übernatürlich zu untermauern, weil es von Seiten der Bibel dafür gar keine Untermauerung gibt. Das Wort Gottes ist die einzige Richtschnur, die wir haben, und nur aus ihrem Inhalt leben wir den Glauben gesund aus und können solchen Wirkungen entgegentreten. Drittens, Irrlehrer verteidigen ihre Lehren und Lehrer in der Regel mit großer Leidenschaft und auch Gereiztheit. Werden sie auf der Ebene von biblischen Wahrheiten konfrontiert, wird das nur sehr schwer angenommen. Das Resultat ist eine lieblose Art und Weise, wie man mit anderen Gläubigen umgeht. Die eigene Lehre wird als die allein richtige dargestellt, alles andere wird radikal und ohne Überlegung verworfen. Menschen, die anderer Meinung sind wie sie, wird das Heil abgesprochen. Die eigene Erkenntnis wird über alles gestellt und der Fokus liegt auf ihr statt auf der Herzenseinstellung oder auf der Gesinnung. Es geht nur noch um den Verstand und nicht mehr um das Herz oder das Gewissen der Menschen. Viertens, Irrlehrer schaffen Spaltungen unter Gläubigen. Sie suchen immer die Schafe für sich selbst, statt sie zum Werk Christi zuzurüsten. Sie wollen die Wolle des Schafes, aber nicht ihr Wohl. Gott und sein Wort trennt nur die Gemeinde von der Welt, während ihr Lehrer die Menschen innerhalb der Gemeinde trennen. Das ist immer teuflisch und kein Werk des Heiligen Geistes. Menschen, die wiedergeboren und vom Geist geleitet sind, halten die innere und äußere Verbindung mit allen Kindern Gottes unter allen Umständen aufrecht, selbst wenn sie in manchen Fragen der Schrift und vielleicht auch der äußeren Gemeindeordnung anders denken und anders geführt sind. Ich möchte ein Zitat vorlesen, wo es heißt, in den Hauptwahrheiten Einheit, in den Nebensachen Freiheit, über allem aber die Liebe.